Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bausimulator. Jawohl, wir sind wieder am Start, hier am Hotel, in den letzten Zügen, so wie es aussieht. Und ja, wir müssen hier noch einen Teil des Aufzugs hier noch drauf packen. Haben jetzt hier die ganzen Pöller da gesetzt, also beziehungsweise die sind automatisch gesetzt worden. Und ja, schauen wir mal. Gehen wir davon aus, dass wir jetzt hier Dachetage irgendwie was machen. Könnte ich mir jetzt so vorstellen. Und ja, dann. So, ups, sorry Leute. Krübel im Hals. Ja, dann sollten wir hier eigentlich auch mehr oder weniger durch sein. Würde ich jetzt mal so behaupten. So, markierten Bereich räumen. Fertig. Was? Fertigwandelement Holztafel. Okay, wir müssen doch nochmal zwei Fertigwandelemente kaufen. Ja, easy, kein Problem. Machen wir doch glatt. Hallo? Kannst du mal in die richtige Richtung gehen? Dankeschön. Achso, wir müssen auch noch hier die Rahmen zurückgeben vom letzten Mal, ne? Haben wir auch noch nicht gemacht. Wollen wir das doch direkt mal tun? Damit wir direkt neue kaufen können. Catching, soweit, so gut. Herrlich. So, dann mal rein hier in den. In den guten LKW. Und einmal wieder zur Fertigwandfabrik zurück. Und da sind wir auch schon. Perfekt. Irgendwie ist die Kamera an sich voll komisch. Ja, schon besser. Wobei andererseits so. Kommen wir ja auch rein, ne? So, halt, stopp. Einmal aussteigen bitte. Dann gehen wir mal die großen. Ja, was sind das da? Giebel oder wie nennt man das? Holen gehen. Ja, hast du gedacht, ne? Hä? Okay. Fertigwände platzieren. Moment. Oder, warte mal, war hier nicht noch irgendwo. Fällt ihr Spezialholzbrücke für eine? Diesen Holzwaren sind oft schwer und sperrig. Okay, wir fahren mal zum Holz hier, zu diesem Sägewerk, ne? Kann auch sein, dass wir dahin müssen. Gute Frage, nächste Frage. Wir schauen einfach mal. Wir gehen mal hier hoch. Okay, da sind wir. Jetzt die Frage. Kriegen wir die Dinger hier? Warte mal, was zeigt er uns eigentlich auf der Map an? Auf der Map zeigt er uns aber die Fertigwandfabrik an. Warum? Okay, jetzt bin ich mal gerade mal ein little bit. Kamera einstellen, die ist komisch. Kurz mal überfragt. Moment, wo ist denn hier überhaupt die Ladezone? Da. Oder ist das hier die Ladezone? Sieht zwar so aus, aber ist die Frage, ob die das auch wirklich ist. Wir gehen mal hier rein, wir gucken mal. Kann man hier überhaupt irgendwo reingehen? Ich weiß gar nicht, wo hier überhaupt der Laden ist und sowas. Hier haben wir noch nie was geholt, ne? Lass mal da reingehen. Nee, hier gibt's aber auch nichts. Hä? Ich versteh's nicht. Okay, wir machen was anderes. Ich gehe mal zum Auftrag. Ja, die nächste Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, haben wir die vielleicht hier irgendwo rumstehen? Ach, da stehen sie schon. Guck an. Hier. Die habe ich gar nicht gesehen. Ja, moin. Wie dumm. Wie dumm. Ja, gut, okay, wer sieht die denn auch, ne? Hallo?
Okay. Also wegen Speichern, Stadtkarte. Die habe ich ja vorne und hinten nicht gesehen, ey. Naja, gut. Aber jetzt wissen wir, wo sie sind, ne? Zack. So, dann wollen wir die mal platzieren. Wo kam die denn jetzt her? Jetzt mal im Ernst. Wir haben nur noch. Boah, Vorsicht. Wir haben doch sonst gar keine Pakete mehr irgendwo rumstehen gehabt. Aus Zauberhand waren sie einfach da. Wir müssen uns jetzt nur merken, dass wir den LKW am Sägewerk stehen haben. Ja gut, okay, merken müssen wir uns das nicht. Wenn wir in den LKW einsteigen, sind wir eh automatisch im Sägewerk. So, zack, jawohl. Bam, 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 okay. Alles klar. 87%. So, jetzt müssen wir hier. Was? Die sechs Dachziegeln, die Holzbalken noch und die Palette Holz da noch hier hoch schaffen. Ja, easy. Das müsste eigentlich alles sein dann, ne? Warte mal, zeig mal her. Zwei. Wie viel brauchen wir denn davon? Ja, würde ich jetzt fast sagen. Wobei, Moment. Ah ne, warte mal. Holz. Ach so, doch, hier Holz und 1, 2, 3, 4, 5. Ja, alles klar. Passt. Das ist der letzte Rest, den wir hier noch haben. Alles das, was hier hoch muss. Easy. Entschuldigung. So, die müssen wohin? Da drüben. Bams, Junge. Erstmal alles kaputt machen hier. Dann bin ich gut und kaputt machen. So, jetzt hier eins am anderen hier rauf. Auch nervig. Aber egal. Dann werden wir auf jeden Fall. Alter Schwede, ich muss die Kamera drehen, ne? Das geht so gar nicht. Dieses Rumgezwirbel da. Immer in der Grafik. Nervig ohne Ende. Zack, so, Nummer 1. Würde ich sagen, dann pendeln wir hier direkt mal die Ziegel hier runter von der Holzpalette, von den Holzbalken. Dann haben wir die schon mal aus den Füßen. Zack. Und daraus wird dann das Dach gezimmert. Sehr schön. Ja, das ist schon ein cooler Auftrag gewesen bis hierhin, ne? Muss ich sagen. Den kann man auf jeden Fall mal machen. Klar, natürlich, ne? Wenn du das in einem Rutsch durchziehst hier irgendwie, dann läuft der Laden vielleicht ein bisschen flüssiger. Aber ja gut, ne? Wir brauchten ja noch. Beziehungsweise, wir haben das ja in Videos gemacht. Aber wenn man mal bedenkt, wir sind jetzt bei, ich meine, vier Videos, oh, gut 2 Stunden. Bist du damit beschäftigt, ne? Mit der Nummer. Alles ausbuddeln, dann die ganzen Wände setzen und Beton gießen und hast du nicht gesehen? Da geht schon ein bisschen Zeit ins Land. Am Ende des Tages muss ich hier noch die Baustelle aufräumen. Wie sieht es aus? Wie Kraut und Rüben bei den ganzen Fahrzeugen, die hier noch rumstehen. Da stehen ja 1000 Fahrzeuge rum. Na gut, aber alles, was wir gebraucht haben. So. Dann haben wir die beiden schon mal hier oben. Klatsch. Prozent. Ich bin mal gespannt, ob wir hier auch irgendwie noch was für die Außenanlage oder sowas tun müssen. Ich meine, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil wir halt nichts mehr holen müssen. Wobei, doch, könnte es sein, dass wir sogar noch was holen müssen. Aber hier zumindest nichts rumsteht.
Aber andererseits, wow, sind wir dafür schon mit dem Auftrag recht weit fortgeschritten, ne? Also Stand jetzt würde ich sagen, es beläuft sich nur auf das Hotel an sich. Keine Gartenanlage oder sonst irgendwas. So, die kommen noch da hinten. Immer schön weit weg. Zack. Boah, ich muss unbedingt den Betonmischer ausschalten, ne? Dieses Geplätscher von dem Beton da, das geht mir voll um Nerv. So, zack. Und damit haben wir auch die ganzen Dachziegel oben. Dann brauchen wir noch die beiden Holzbalken, dann sind wir am Start. Dann kann der Bau voranschreiten. So. 90% haben wir geschafft. So, her damit. Zack. Der vorletzte Holzbalken. Ja, komm, die packen wir direkt nach da hinten. Dann haben wir die weiteste Strecke schon abgefrühstückt. Wow, wo will er hin? Bleib mal stehen. Wo will es hin? So, zack, jawohl, sehr schön. Komm, hoch damit und dann hammert. Und runter damit. Jawohl, sehr gut. Wow. Was? Baustelle räumen. Also. Achso, warte mal. Lass mich mal raten. Der muss komplett weg. Ja, offensichtlich. Gut, dann packen wir aber erstmal hier den Betonmischer und so weiter weg. So, hör mal auf zu plätschern hier. Das nervt. Jetzt die Frage, braucht man den überhaupt noch? Wahrscheinlich nicht mehr, ne? Egal, den lasse ich jetzt trotzdem noch mal eben hier stehen. Dann räumen wir den hier auf Seite. Ja, voll das Riesenteil, ne? So, packen wir mal den zusammen. So, das passt schon mal. Können wir das Ding hier eigentlich... Ach, wisst ihr was, machen wir das so. Wir lagern das Teil mal ein. Bams. Und den Kran auch. So, und dann schauen wir mal, was hier so passiert. Ah ja, guck an. Das Dach ist drauf. Sag mal her. Ja, sieht doch schon... Ey, oh, Controller nerv. Ey. Kann ich nicht einstellen, ne? Ist man, der bewegt sich von alleine. So, zack. Okay, dann gehen wir mal zu dem Tuppes hier. Der Investor. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Dieses Hotel ist ein erster Schritt, zahlungskräftige Gäste anzulocken. Mit Blick über die Stadt, in bester Lage und sogar noch über dem Villenviertel gelegen, dem teuersten Teil der Stadt. Ein erhebendes Gefühl. Für den Moment bin ich zufrieden. Aber lehne dich besser nicht zu sehr zurück. Ich habe noch große Pläne. Ja, noch große Pläne. Alles klar. Baustelle räumen. Okay, danke für den Grafikpack.
Ein 5-Sterne-Hotel gebaut, jawohl. Alter Schwede. Ganz schön ordentlich, ne? Da haben wir echt einen riesen Teil gebaut. Mitten über die Stadt. Da ist es. Da ist das Ding. Wie man so schön sagen würde. Jetzt muss man noch mal irgendwie einen vernünftigen Screenshot hinkriegen. Mit dem Controller? Nein, irgendwie nicht möglich. Alter Schwede. Okay, Freunde, ich wechsle mal eben den Controller. Und da sind wir wieder. So, jetzt können wir uns hier mal bewegen ordentlich. Und können auch mal einen Screenshot von dem ganzen Theater hier machen. Zack. Sehr gut. Eins. Nice. Sehr schön. Ja, da würde ich sagen, machen wir hier mal ein bisschen Aufräum-Action hier an Start. Wir müssen einige Fahrzeuge weg. Oh, obwohl, nee, aufräumen. Nee, nee, das machen wir später. Das machen wir später. Gibt es hier noch was zu tun, gerade auf schneller Basis? Irgendwas, was wir jetzt so auf ganz easy machen können? Nee, ne? Ein Dorfparkplatz. Ein Silo bauen. Naja, das ist jetzt hier nichts. Was müssen wir denn hier machen? Schüttgut Abtransport. Okay. Erdarbeiten. Gucken wir mal eben rein. So, da wollen wir mal gucken. Gib mir mal unseren Muldenkipper. Am besten unseren großen direkt. So, zack. Mit dem gehen wir direkt mal da rein. Wo sind das überhaupt? Ist das hier? Jo, schön gut Abtransport. Ah ja, okay. So, was müssen wir hier machen? Schütt gut abtransportieren. Wo muss denn das hin? Frage ich jetzt mal so ganz unauffällig. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal noch einen Bagger. So, da sind wir natürlich auch direkt mit dem JCB am Start. Schauen wir mal, was wir jetzt hier machen müssen. Irgendwo muss es ja hin, ne? Mal gucken wir mal, wie sich der so hier schlägt. Aber Schaufel ist schon mal am Start. Das sieht schon mal ganz gut aus, ne? Zack. Oh, halt schon. Nee, das wollte ich nicht. So. Ja, moin. Ich sehe überhaupt nichts, danke. So. Jetzt einmal rauf. Ich muss ganz ehrlich sagen, die erste Schaufel, da lässt er sich richtig gut hier, vor allem in den großen Muldenkipper hier reinschütten. Das sah schon echt nice aus, muss ich sagen. Wow, okay. Okay, alles klar, Hammer. Jetzt nur mal die Frage, wohin mit dem Zeug? Kannst du das jetzt so verticken oder was? Sag mal her. Leerung. Tatsache. Zack. Ja, moin. Können wir noch mal ein paar Euro machen, ne? Gar nicht verkehrt. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, der JCB-Radlader hier, ja, doch, der gefällt. Der ist nicht schlecht. Also mit dem kann man
würde ich jetzt mal so behaupten, arbeiten. Auf jeden Fall. Zack. Einer mit. Ah, der läuft, also der läuft richtig gut. Also mit dem bin ich zufrieden. Ich glaube, also den können wir uns auf jeden Fall mal zulegen. Jawohl, okay. Zack. Haben wir den Auftrag. Der war knapp. Den Auftrag auch erledigt. Gut, war jetzt nichts Großes, ne? Aber wir konnten zumindest mal den Radlader hier testen. Ist nicht schlecht. Also ich finde, der lässt sich ganz gut steuern. So, ich glaube, das war's. So. Mal hier noch den ganzen Kram verticken. Zack. Zack, so, und dann müssen wir noch hier vom Gelände runter. Sprich mit dem Vorarbeiter. Talk to me. Jawohl. Und auch den Auftrag haben wir abgeschlossen. Nice. Ja gut, jetzt nicht wirklich was Actionreiches, ne? Aber geht klar. Geht klar. Kann man mitarbeiten mit dem Radlader. Finde ich gut. Ja, dann machen wir hier aber auch erstmal ein Folgenende. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr wisst, wie es funktioniert, ne? Muss ich nicht immer wieder erzählen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann schauen wir mal, was wir dann machen. Ich sag mal bis zum nächsten und ciao, ciao.